Hallöchen und willkommen zu einem neuen Projekt. Ich habe richtig, richtig Bock drauf. Ostschiff, wie ihr sehen könnt, ist ebenfalls ein Early Access. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch alles im Spiel. Ich bin aber guter Dinge. Ich habe es schon länger nicht gespielt. Ich habe mir das am Anfang mal geholt und dachte so, ja, ist eigentlich schon ganz nice. Dann habe ich immer so überlegt, ja, nehme ich es auf, nehme ich es nicht auf. Jetzt hatte ich einfach wieder Bock drauf, das überhaupt zu spielen. Und dann dachte ich so, ach komm, kannst auch aufnehmen. Ist eigentlich echt nice. Also ich hätte richtig Bock auf dieses Projekt. Ich hoffe, ihr auch. Die Folgen werden jetzt immer montags kommen, 18:30 Uhr. Und dann würde ich sagen, wir starten ein neues Game. Ich weiß nicht, warum es bei Level 4 anfängt. Oh, man hat eine neue Karte. Oh, die neue Karte, Level 9. Die kenne ich noch nicht. Bei mir ging es nur bis Level 8. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt Level 9 haben, können wir das auch gleich nehmen, weil wie gesagt, die anderen Karten kenne ich. Ich habe, glaube ich, fast alle einmal angespielt. Also Level 8 auf jeden Fall. 7 hatte ich auch. Ich glaube, ich hatte nur 6 nicht. Ich hatte 4, 7 und 8. 6 hatte ich nicht. Aber 9 ist halt ganz neu. Deswegen würde ich das eigentlich ganz gerne mal testen. Dann könnte man auch hier so entweder hier anfangen oder hier drüben. Also man hat jeweils Waldgebiet in der Nähe. Man hat Wasser in der Nähe. Ist sehr, sehr wichtig. Ich würde sagen, wir nehmen Level 9. Das ist eine relativ geile Karte, wie ich finde. Also das wäre jetzt das. Also man könnte dort. Hier ging natürlich auch. Also man hat ja schon relativ viel Platz, ne? So, man kann ja dann später auch mit. Oh, jetzt sind wir schon wieder am anderen Ende. Okay, das wäre jetzt also die Stelle hier. Wir gucken von der anderen Seite. Also so ist es eigentlich. Jetzt gucken wir hier. Also das wäre jetzt eine Stelle, die ich mir schon vorher ausgedacht habe. Oder eben diese hier. Obwohl ich die jetzt sogar noch ein bisschen besser finde. Wenn wir hier ein bisschen weiter hingehen. Haben hier auf jeden Fall ein paar Bäume. Wir haben hier Limestone, ist auch nicht schlecht. Und wir haben hier über dieses Gras, was wir benötigen. Auf jeden Fall. Oh, hier ist ein einsamer kleiner Baum in der Mitte. Also ich würde das auch, wie gesagt, nicht zu weit vom Ufer wegmachen, unser Dorfzentrum. Wir müssen jetzt als allererstes eben dieses Dorfzentrum bauen. Ähnlich wie bei Foundation, falls ihr Foundation spielt oder bei mir schaut. Da muss man ja auch zuerst das Dorfzentrum platzieren. Ich würde sonst wirklich sagen, das ist hier in der Nähe. Wir müssen ja, also hier ist halt dieses Gras, das ist schon mal wichtig. Wie gesagt, hier wäre natürlich, oh, hier ist noch mehr. Man könnte sonst auch sagen, wir packen unser Dorfzentrum erstmal hier hin und expandieren dann nach da hinten, dass wir die ersten Farmen und so weiter vielleicht hier hinten dann hinsetzen. Obwohl die auch Wassernähe benötigen. Könnte man dann sonst auch da. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Eins von den Waldgebieten muss wahrscheinlich eh dran glauben. Das Große würde ich wahrscheinlich lassen. Und das hier, da werden wir dann wahrscheinlich was von uns hinsetzen. Dann werden wir da auf jeden Fall die Bäume da verlieren. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben ja hier genug Baum in der Nähe. Ich würde sonst sagen, wir packen das hier hin. Unser Dorfzentrum, hier so in die Beuge sozusagen. Hier können wir dann die ersten Gebäude bauen. Das machen wir direkt mal. Wir machen das so. Was? Wieso? Wieso kann ich das hier nicht hinsetzen? Was? Wir können das da nicht hinsetzen. Warum? Oh nein. Wieso? Scheiße. Okay, wir müssen hier auf diesen oberen Teil. Scheinbar. Ist auch nicht so schlimm. Wir haben dann zwar noch kein Limestone, aber den brauchen wir am Anfang eh nicht. Sonst würde ich sagen, wir gehen hier vorne irgendwie hin. Da haben wir hier Platz für die Farmen.
Hier können wir die Häuser lang bauen, sozusagen. Erstmal das Dorfzentrum hier hin. Das Dorfzentrum löst sich nach und nach auf. Also, wenn ich das jetzt, ich platziere das jetzt einfach mal hier vorne. So würde ich das machen. Ein bisschen mehr Platz zum Wasser haben. Also, wie ihr seht, wir haben hier erstmal Zelte. Sobald wir genügend Häuser gebaut haben, werden diese Zelte nach und nach verschwinden, weil die Leute packen das Zelt zusammen und ziehen natürlich in ein Haus. So, den Brunnen und so, das können wir grundsätzlich dann erstmal da lassen. Dann müssen wir gucken. Sobald wir ein Lagerhaus gebaut haben, gehen auch diese Lagerzelte weg. Genau, wir haben am Anfang hier so ein paar kleine Aufgaben, ne, dass man so einen Einstieg hat sozusagen in das Spiel. Wir starten 1721 ich meine in der Ukraine. Ungarn, Ukraine, eins von beiden war das. Sieht man auch so ein bisschen an den Namen dann, ne? Ist eigentlich ganz cool. Wir haben erstmal 28 Leute. Migrationsstatus ist auch immer ganz wichtig. Wenn wir neue Leute, wir brauchen irgendwann neue Leute, ganz klar. Und wenn wir die haben wollen, müssen wir alle diese Punkte, die dort stehen, in grün haben. Ne? Also Migration ist erlaubt, ja, klar, es ist Wasser da. Wir haben jetzt keinen Markt, das finden die Leute blöd. Wir haben kein Haus, was frei ist. Und wir haben keine Jobs, noch nicht. Ne? Das kommt dann nach und nach. Am Anfang kommen wir mit den 28 noch aus. Das kommt dann alles später. So. Genau, Houses brauchen wir nicht. Wir brauchen erstmal Production. In der Production sind alle Sachen drin, wo man halt so Sachen produziert, die man eben benötigt zum Leben, wie auch immer. Außer, doch, die Farm ist auch hier, glaube ich. Ja, die Farm ist auch hier, aber als erstes sollen wir ja Forestry bauen. Die bauen wir auch hier in die Nähe des Waldes. Muss ich nochmal gucken. Rotate. Ja, stimmt. T und R. So. Würde ich jetzt. Oder ist es. Nee, da ist da. Nee. Sonst würde ich die so hinstellen. So. Dann bauen wir die erstmal. Und wir müssen mal gucken. Genau, es sind am Anfang erstmal automatisch fünf Baumeister sozusagen eingerichtet. Wir haben einen Bürgermeister. Und sobald wir dann auch ein Rathaus, Town Hall heißt das hier, sobald wir die haben, können wir auch noch andere Sachen regeln. Das ist ganz nett. Gut, ich würde das jetzt aber auf jeden Fall erstmal ein bisschen schneller laufen lassen, dass wir jetzt in der ersten Folge vielleicht schon mal die Forestry fertig kriegen. Ich weiß zwar, dass was ich noch alles bauen muss, aber ich würde jetzt die Aufgaben hier einfach mal ein bisschen abwarten, damit ihr auch seht, wie das am Anfang aufgebaut ist. Das finde ich eigentlich ganz nett, ne? Wir müssen auch später gucken, dass, ne, die benutzen jetzt hier diese Wagen, ne? Die gehen irgendwann kaputt. Ne? Das sieht man hier in diesem grünen Balken. Irgendwann gehen die kaputt und müssen repariert werden. Und wenn die halt, wenn keine zur Verfügung stehen, weil alle kaputt sind, dann können die nicht arbeiten, weil die Sachen nicht transportieren können. Was ich hier ganz süß finde, ist, wie die das aufbauen, ne? Also hier nach und nach wirklich erstmal das Fundament, den Boden, dann kommen die Wände. Das ist eigentlich echt cool gemacht, ne? Also wirklich, irgendwann ist dann zwar so ein Zeitsprung drin, so, hey, ist fertig. Genau, so, jetzt sollen wir nämlich eine Lehmgrube noch platzieren und 9 Häuser bauen für unsere Leute und die sollen wir, wenn möglich, fertig kriegen, bevor es Winter ist. Logisch, ich würde auch ganz gerne im Winter lieber in einem Haus wohnen. Ich würde das hier vorne gern frei halten, dass wir hier hinten die Häuser dann platzieren. Aber als allererstes müssen wir die Lehmgrube machen. Production, hier Clay Pit. Genau, hier sieht man auch immer, wenn man jetzt drauf geht, so, hä, das ist hier occupied, belegt. Da sieht man jetzt auch, wo der Eingang ist. Ja? Also dieses kleine grüne Kästchen, das ist so der Eingang.
beziehungsweise der Zugangspunkt, da muss man ein bisschen drauf achten, dass der halt eben nicht belegt ist, sonst kommen die da nicht rein, logischerweise. Ich kann mal gucken, ob ich das von oben irgendwie sehen kann. Dann sehe ich, ob das ein bisschen gerader ist. So ist schon gar nicht schlecht. So, da haben wir die schon mal. Ich würde, ja, genau, ich platziere jetzt die Häuser. Da würde ich auch so von oben mal ein bisschen drauf gucken wollen. So, Village House. So, dann würde ich die so platzieren. Na. Das ist blöde, man muss hier leider immer wieder drauf gehen. So. So. Das ist ein bisschen, also ich kann auch kopieren, aber ob ich jetzt da zweimal draufklicke, oder beziehungsweise da einmal drauf und dann auf dem Haus oder da einfach zweimal draufklicke, ist egal. So, vier. Ich würde jetzt hier die obere Reihe ein bisschen länger machen. So, fünf. Und jetzt müssen wir die einmal umdrehen. So. So, dass wir hier so eine kleine Dorfgasse sozusagen haben. So. Dann können wir das da auch dran platzieren. So. Jetzt nach und nach eben die Häuser gebaut. Das werden wir jetzt diese Folge nicht mehr fertig bekommen. Aber dann geht es ja natürlich in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, da seid ihr auch mit dabei. Wie gesagt, ich finde das Spiel eigentlich echt schön gemacht. Ich finde auch die Grafik gar nicht so schlecht. Ne? Also klar, die ist jetzt nicht ultra mega ausgefeilt. Aber wie gesagt, also wie die Sachen so aufbauen, das finde ich echt schlecht. Nicht schlecht, würde ich sagen. Hired least two workers. So, wir müssen ja hier erstmal. Also, es ist immer besser, wenn da zwei Leute sind, weil ich glaube, die müssen zu zweit die Bäume irgendwie zurücktragen, soweit ich weiß. Wie ihr hier auch sehen könnt, plant trees. Also, wir können so ein Feld ziehen, wo die selbst auch noch Bäume pflanzen. Ja, also falls die hier irgendwann alles abgerodet haben, was in der Nähe ist, können wir auch einfach sagen oder vorher schon sagen, so hier, wir machen hier so ein Feld hin, da sollen die bitte Bäume pflanzen. Da können sie die dann später dort entfernen. Genau, man hat relativ viel Geld, man kann sich auch verschulden, relativ hoch auch. Dann kann man sich natürlich manche Sachen nicht mehr holen, ne? Wenn man verschuldet ist. Aber man kann zum Beispiel, ich glaube, auf dem Markt dann, oder beziehungsweise wenn man hier später, guck mal hier gucken, wenn man später hier die Trading Post hat, ne? Also, dann kann man sich, glaube ich, kann man sich da Sachen kaufen, auch wenn man eigentlich verschuldet ist, soweit ich das weiß. Das ist halt natürlich ganz gut, wenn man hier ein bisschen was aufbauen will. So ein Haus ist schon mal fertig, ne? Da müssten wir eigentlich gleich sehen, hoffe ich. Ja, die haben jetzt ihr Zelt abgebaut. Genau. Also mit der Trading Post kann man sich dann später so Kühe, Hühner und sowas holen. Und kann dann da eben noch weitere Lebensmittel generieren, weil die können wir dann alle schön auf den Marktständen verkaufen. Das regeln wir aber alles in den nächsten Folgen. Ich hoffe, wie gesagt, dass ihr dabei seid. Demnächst auch wieder. Ich würde mich riesig freuen. Ich finde das Spiel wirklich schön gemacht. Es ist im Early Access. Man hat jetzt hier zum Beispiel Health, ist ein Work in Progress, Education dasselbe, Religion hat man so ein bisschen was, Dekoration hat man auch nicht so viel. Man hat was, aber man hat nicht so viel. Das kommt alles aber nach und nach und das finde ich halt echt gut. Und was ich auch wirklich gut finde, ist, dass die Häuser einfach auch unterschiedlich aussehen. Also es sehen dann nicht alle so aus, sondern es gibt, glaube ich, vier Arten von Häusern.
Ich glaube, manchmal sind die dann auch einfach spiegelverkehrt gemacht, sodass es eben nicht so einheitsbreimäßig ist. Das finde ich schon echt gut. Aber wie gesagt, das dann weiter in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Und dann hören wir uns. Tschüss.